Ja, 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 oder? Fünf Boxen, fünf KandidatInnen. Doch wem gehört welche? Hey, na, wer bist du? Ja, mein Name ist Nico, ich bin 18 Jahre jung und ich komme aus dem Allgäu. Und warum bist du hier? Ich soll heute verschiedene Kosmetikprodukte verschiedenen Leuten zuordnen. Und das hier sind deine KandidatInnen. Hi, ich bin Charlotte und studiere Lehramt. Hey, ich bin Flora und mache Kampfsport. Hi, ich bin Alisa und arbeite als Eventmanagerin. Ich bin Julia und studiere in Hamburg Marketing und digitale Medien. Hallo, ich bin Doreen. Mich kann man in keine Schublade reinstecken, weil ich sehr wandlungsfähig bin. So, Nico, denkst du, du wirst gut abschneiden? Das ist immer schwierig zu sagen. Ich kann das so gar nicht einordnen, aber ich denke im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon. Wenn du wüsstest. Okay, dann fangen wir an. Hier haben wir schon mal ein Produkt, was mit Nägeln zu tun hat. Das ist vermutlich so eine Art Nagellack. Das ist Nagellack. Make-up. Make-up? Genau. Dann haben wir hier nochmal was und hier auch. Und was ist das? Ich könnte jetzt von außen nicht unbedingt erahnen, wofür das gut sein soll. Mach das doch mal auf. Für die Wimpern wird das vermutlich sein, schätze ich. Oder? Ja, das ist eine Wimperntusche. Wenn ich mir jetzt die Leute so anschaue, dann würde ich die Produkte wahrscheinlich am ehesten dieser Person hier zuordnen. Warum, Charlotte? Ja, weil ich einfach glaube, dass sie ein Mensch ist, der sehr viel Wert legt auf ihr Äußeres. Und ich denke, dazu passen diese Produkte ganz gut. Ja, da hatte Nico recht. Ich schmink mich total gerne. Ich lege auch Wert auf Äußeres. Macht einfach mega Spaß. Deswegen, ja, würde ich diese Box dieser Person zuordnen. Weiter geht's mit Box 2. Hier haben wir so eine Art Nagellack. Dann haben wir hier ein Deo. Dann festes Shampoo, vegan. Beauty, Glam, irgendwas, was auch immer das dann genau sein soll. Und dann hier Wimperntusche. Jetzt hast du es erkannt. Und hier auch irgendetwas sehr Merkwürdiges, was auch immer das sein soll. Was macht man damit wohl? Ah, so eine Art für die Lippen praktisch, ne? Jetzt dazu, okay. Ich würde diese Produkte tatsächlich am ehesten hier der Julia zuordnen. Also ich vermute einfach gerade so Sachen wie Wimperntusche vielleicht. Das sieht irgendwie nach ihr aus. Ich denke, sie ist an sich ja auch eine Person, die wahrscheinlich sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass quasi die Sachen von ihr sind. Hier kommt Box 3. Mhm. Und was könnte das sein? Okay, vermutlich für die Augenbrauen. Warum denn jetzt für die Augenbrauen? Schätze ich jetzt einfach mal. Okay. Lippenpflege. So. Concealer. Dann hier noch. So, für Glanz anscheinend. Schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das Flora zuordnen würde. Sie sieht irgendwie so aus, als könnten die Sachen zu ihr passen, auch wenn ich das jetzt nicht so genau an irgendwelchen Punkten festmachen kann. Dann machen wir weiter mit Box 4. Okay, hier haben wir einmal eine Bodylotion. Eine Aftershave-Lotion. Dann noch einmal, weiß nicht, sieht irgendwie aus wie so eine Handseife, irgendwie so ein bisschen. Und dann Aufpolsterung. Ich glaube aber, dass ich die Produkte Alisa zuordnen würde. Ja, ich denke, sie ist unternehmungslustig, geht irgendwie gerne raus, geht vielleicht in die Natur oder wie auch immer. Das würde ich ihr zuordnen. Dann kommt jetzt deine letzte Box. Hier haben wir ein Duschdass. Dann haben wir einmal Clear Up. Ja, das befreit verstopfte Poren. Noch eine Feuchtigkeitscreme. Ja, also die Auswahl ist ja nicht mehr groß. Also es könnte passen, es könnte auch nicht passen. Würdest du noch mal was tauschen, wenn du es jetzt so siehst? Ist immer schwer zu sagen, aber ich glaube, ich würde es so lassen. Okay, dann lass uns doch mal die Ergebnisse checken. Oh, ja, nicht so der Frauenflüsterer, was? Das sind meine Produkte. Hier seht ihr einmal mein All-Time-Favorite. Das ist ein super cooler Lipgloss. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist Lippenpflege, weil ich so viel Lipgloss benutze. Ich liebe frisches, fruchtiges Duschgel. Ich finde, man startet immer automatisch gut in den Tag. Mascara immer bei mir dabei. Und zwar habe ich hier meine Seife. Die ist für mich sehr wichtig im Moment. Okay, Charlotte war richtig. Okay, der Rest nicht. Ja, gut, da
war ich wohl ein bisschen daneben. Nur ganz bisschen. Wie war es denn für dich? Ja, also ich fand es tatsächlich sehr interessant, aber ich fand es extrem schwer, irgendwie ja, die Produkte den Personen zuzuordnen, weil es ja alles irgendwo weibliche Produkte waren und es doch alles nur Mädels waren im Endeffekt. Also ich denke, man kann anhand der Kosmetikprodukte nicht unbedingt auf die Person dahinter schließen. Man kann vielleicht so einen ersten Eindruck davon gewinnen, aber man kann nicht aufgrund der Produkte irgendwie auf den Charakter von der Person schließen, glaube ich. Sehr schön gesagt.